Hallo ihr Lieben, heute soll es noch die Neuerscheinungen für den Mai geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Auch für den Mai habe ich wieder ein paar Bücher rausgesucht, es sind aber vorwiegend Liebesromane, das muss ich gleich dazu sagen. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass so Mai, Juni, Juli, August wieder die Monate sind, wo gefühlt für mich vorläufig nur so Liebesromane erscheinen. Natürlich kommen auch noch ein paar Fortsetzungen raus, die ich unbedingt lesen möchte, aber ich habe jetzt so, was ich für die Neuerscheinungen schon mal alles rausgesucht habe, vorwiegend so Liebesromane gesehen. Schauen wir mal, vielleicht kommt ja noch was, was mich total anspricht, was jetzt kein Liebesroman ist. Ja, fangen wir aber mit dem ersten Buch an, was am 2.5. erscheint und das ist dieses Buch hier, Alles Begehren von Ruth Jones. Ich habe dieses Buch im Dezember schon vom Verlag einfach zugeschickt bekommen und ich habe es noch nicht gelesen, wie ihr seht. Denn es gibt eine Sperrfrist für dieses Buch bis zum 2. Mai und deswegen dachte ich mir, warum soll ich es vorher lesen, wenn ich es erst zum Mai vorstellen kann. Und ja, ich finde, das Buch klingt wirklich gut. Ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt irgendwie dann auch die Tage mal mit anfange. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Jeder kennt diesen einen Moment, der die Weichen neu stellt und alles verändert. Und wenn man das Leben zurückspulen könnte, dann würde man auf diesen Moment spulen, um sich anders zu entscheiden. 1985, mein Geburtsjahr im Übrigen, Colm ist unglücklich verheirateter Familienvater. Die Studentin Kate ist bildschön und gewohnt, sich das zu nehmen, was sie braucht. Sie begegnen sich und begehren einander mit solch einer Macht, dass es ihr beider Leben beinahe zerstört. Aber nur beinahe. 17 Jahre später treffen sie sich wieder. Das Leben hat auf den Moment der Entscheidung zurückgespult. Sie können noch einmal wählen, doch das Leben verfolgt einen eigenen Plan. Und ich finde, das klingt sehr, sehr spannend. Und ich bin gespannt, wie dieser Roman ist. Und ja, werde euch auf jeden Fall berichten, wie mir Alles Begehren von Ruth Jones gefallen hat. Und ich muss sagen, ich finde diesen Vogel auf diesem Cover richtig schön. Und hinten ist auch nochmal einer drauf. Ich finde, das sieht richtig, richtig cool aus. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf dieses Buch und werde euch natürlich berichten, wie es mir gefallen hat. Und ja, dieses Buch erscheint am 2.5. auf jeden Fall. Und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Machen wir mit dem nächsten Buch weiter, was ebenfalls am 2.5. erscheint. Und zwar ist das Du bist mein Verlangen. Ich habe mir den Namen der Autorin dummerweise nicht aufgeschrieben. Steht er hier? Riley... Alexa Riley heißt die Autorin. Und ja, ich lese euch auch immer hier vor, worum es in diesem Buch geht. 5 Jahre lang hat Miles sie aus der Ferne beobachtet, dennoch war ihre gemeinsame Zeit nicht gekommen. Heimlich hat er alles unternommen, um ihre Wünsche wahr werden zu lassen. Alles ist auf den perfekten Moment ausgerichtet. Auf den Moment, in dem er in Mallorys Leben treten kann. Doch schon bei der ersten Begegnung kann er seine Gefühle nicht länger unterdrücken. Was, wenn er Mallory für immer verliert? Ich finde, das klingt mal nach einem sehr interessanten Ansatz. Das hat ja schon hier so ein bisschen was von Stalking und allem, wenn man das hier so liest, ne? Auch wenn er es wahrscheinlich nur gut mit ihr meint. Aber ich finde das schon irgendwie gruselig, dass er so 5 Jahre sie beobachtet. Ohne irgendwie sie mal anzusprechen oder so. Ich meine, das ist schon irgendwie gruselig. Aber ich finde, es ist auch irgendwie mal ein anderer Ansatz. Deswegen habe ich mir Du bist mein Verlangen auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben für den 2.5. Und ja, ich schätze, es ist ein erotischer Liebesroman und auch mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay. Dann ebenfalls am 2.5. erscheint Traummänner und andere Wundertüten. Ja, an Traummänner und andere Wundertüten. Ich habe mir das nur so dahin gekritzelt. Hoffe, ich spreche den Titel nicht falsch aus, aber ihr seht ihn ja hier eingeblendet. Und ja, auch hier erzähle ich euch mal, worum es in diesem Buch geht. Nichts zählt für Elle mehr als ihre Freunde, ihre Karriere und umwerfende Schuhe. Wäre da nicht Archer Hunt? Wie kann es sein, dass sich all ihre Gedanken nur noch um diesen sturen, muskelbepackten Security-Mann drehen, der ihr irgendwie noch wichtiger ist als alles andere? Und das Schlimmste, Elle weiß genau, dass es keinen Zweck hätte, ihm das zu sagen. Die einzige Lösung ist, sich mit anderen Männern zu treffen, um Archer zu vergessen. Auch wenn das ein Leben lang dauern sollte. Und ich finde, das klingt auch irgendwie richtig süß und ich finde auch den Titel irgendwie total niedlich. Traummänner und andere Wundertüten klingt irgendwie so nach einer süßen, niedlichen Liebesgeschichte, auch wenn Erotik mit drin vorkommt, glaube ich zumindest. Also hier steht sexy, lustig, heiße Szenen, also gehe ich von aus, dass da auch Erotik mit drin vorkommt, auch wenn ich finde, dass das Cover so irgendwie gar nicht danach aussieht. Ich habe mir das Buch auf jeden Fall mal halt aufgeschrieben, denn ich, wie gesagt, fand, das klang eigentlich ganz niedlich. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was ebenfalls noch am 2.5. erscheint. Und auf dieses Buch freue ich mich schon, denn es ist von Gina Showalter. Und
spätestens seit der Broken Hearts Reihe bin ich ein riesiger Sheena Showalter Fan. Und ich fand ja auch die Alice im Zombieland Reihe richtig cool von ihr. Die Herren der Unterwelt habe ich noch nicht angefangen, weil ich im Moment einfach zu viele Reihen angefangen habe, die extrem lang sind. Deswegen habe ich die erstmal so auf die weite Bank geschoben. Die hebe ich mir auf jeden Fall auf die Reihe für schlechte Zeiten, wenn ich nicht mehr weiß, was ich lesen soll. Was wahrscheinlich nie passieren wird, aber irgendwann werde ich die Herren der Unterwelt auch noch lesen. Auf jeden Fall, um auf den Punkt zu kommen, erscheint am 2.5. Immerwelt. Und ich muss sagen, ich finde dieses Cover einfach nur toll. Ich finde das wunderschön. Ich habe das Cover gesehen und habe gesagt, das Buch lese ich. Egal worum es geht, ich lese es. Ich fand das Cover einfach nur so, so schön. Und ja, ich finde auch, dass sich der Inhalt richtig cool anhört und ich lese euch das mal vor. Chanley ist eine ganz normale 17-Jährige, rebellisch und eigensinnig. Nur, dass ihre Eltern darauf bestehen, dass sie sich, wie alle anderen, zu einer der beiden verfeindeten Seiten bekennt. Entweder gehört man zu Myriad, dem dunklen Reich der Schicksalsgläubigen, oder zu Troika, dem hellen Reich der Erkenntnis. Vertreter beider Reiche versuchen mit allen Mitteln, Chanley für sich zu gewinnen. Aber sie versteht nicht, warum ausgerechnet sie so wichtig sein soll. Außerdem bemüht sich aus beiden Häusern ein Junge um sie. Einer der beiden lässt Chanleys Herz höher schlagen. Doch was, wenn sie sich für das Reich des anderen entscheidet? Und ich finde, das klingt nach einem so tollen Ansatz. Ja, ich weiß, dass Sheena Showalter richtig gut schreiben kann, deswegen freue ich mich schon sehr auf Immerwelt. Und schauen wir mal, ich habe das Buch beim Verlag angefragt, vielleicht kriege ich es ja, wenn ich kaufe es mir auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich da schon sehr, sehr drauf und werde euch dann, sobald ich es gelesen habe, gleich berichten, wie es mir gefallen hat. Aber ich finde, das klingt mal wieder so nach einer richtig coolen Jugendgeschichte. Das waren jetzt alle Bücher vom 2.5. Machen wir weiter mit dem 14.5. Und zwar kommt dort raus, ich muss heute immer mal wieder abspicken, ich habe heute irgendwie kein Gedächtnis. Und da kommt raus, Und wenn es kein Morgen gibt von Jennifer L. Armentrout. Und ich freue mich da schon sehr drauf. Und wenn es kein Morgen gibt, ist so ein bisschen angelehnt an The Problem with Forever. Ich vergesse immer den deutschen Titel, Morgen liebe ich dich für immer, heißt der deutsche Titel. Und ja, das ist so ein bisschen so eine Anlehnung an die Geschichte. Also es ist tendenziell mehr Richtung Jugendbuch als Erwachsenen-Jugendroman. Und ich muss ja sagen, Morgen liebe ich dich für immer ist wirklich eine ganz, ganz andere Geschichte als die anderen Bücher, die Jennifer Armentrout immer schreibt. Und man merkt, dass diese Geschichte wirklich mehr für Jugendliche geschrieben ist und nicht halt so für Ältere. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen damals, auch wenn ich damals fand, dass sich das Buch so ein bisschen gezogen hat. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf Und wenn es keinen Morgen gibt, jetzt muss ich schon wieder abspicken. Ich vergesse im Moment immer die ganzen Buchtitel. Ja, ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Ihr wisst, Jennifer Armentrout, ich werde alles lesen. Und übrigens, alle Jennifer Armentrout-Fans da draußen, im Oktober bringt der Heine Verlag ihre Wicked-Reihe raus. Ich freue mich schon so. Ich habe zu Annika mal gesagt, ich möchte, dass die Wicked-Reihe übersetzt wird. Denn ich fand, das klang immer so toll mit diesen Feen und Hexen und um was es da nicht alles geht. Und ja, auf jeden Fall ab Oktober übersetzt der Heine Verlag die Wicked-Reihe. Der erste kommt im Oktober, der zweite im Dezember und der dritte dann schon im Februar, glaube ich. Also da liegt nicht viel Zeit da dazwischen und ich freue mich schon so, auch wenn ich die Cover mega hässlich finde. Aber reden wir nicht weiter drüber. Vielleicht ändert der Verlag ja die Cover nochmal ab. Aber alle Fans da draußen, es kommt die Wicked-Reihe. Ich freue mich. Ja, und im Dezember kommt ja dann der vierte Teil von Götterleuchten. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Kommen wir aber zurück auf Und wenn es kein Morgen gibt. Und ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Die Zeit für die Liebe ist jetzt. Lena liebt Sebastian aus ganzem Herzen, aber liebt Sebastian sie zurück? Die beiden sind zwar beste Freunde, doch mehr wird daraus nicht werden, glaubt Lena. Als sie Sebastian endlich die Wahrheit gesteht, schlägt das Schicksal zu. Von einem Moment auf den anderen ist nichts mehr, wie es war. Lena muss jetzt kämpfen, gegen die Schuld und für die Liebe mit Sebastian. Und ich finde, das klingt ganz, ganz toll. Und ich weiß, Jennifer Armentrout schreibt so tolle Plots. Und ich fand das ja schon bei Morgen liebe ich dich für immer richtig cool, wo man dann erfahren hat, was noch so dahinter steht. Und mit diesen Triggern im ersten Teil, das war einfach, fand ich so gut gemacht. Und deswegen, ich freue mich schon sehr auf die Geschichte von Lena und Sebastian. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die Geschichte von Lena und Sebastian und bin schon sehr gespannt und werde euch dann natürlich berichten, wie sie mir gefallen hat. Machen wir weiter mit den nächsten Büchern und auch das sind Liebesromane. Es sind alles Liebesromane, bis auf ein Buch. Das ist noch ein Jugendbuch, was in diesem Video kommt. Das tut mir sehr leid, aber irgendwie habe ich nur Liebesromane gefunden, die mir gefallen. Und jetzt kommt ein Flugzeug. Ich weiß immer nie, wie laut ihr die Flugzeuge hört. Manchmal hört man die, manchmal hört man die nicht. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ja, auf jeden Fall kommt am 25.05. raus Victorian Rebels.
Mein schwarzes Herz. Das ist der erste Teil dieser Reihe und ich glaube, diese Reihe ist in Amerika sehr gehypt worden und es gab viele Fans, die jetzt schon sehr, sehr lange darauf gewartet haben, dass die übersetzt wurde. Denn es gibt bei Amazon eine Ein-Sterne-Bewertung, wo eine Kundin sich halt beschwert hat, dass diese Reihe noch nicht übersetzt wurde und dass sie sich schon mega darauf gefreut hat, dass sie das Buch jetzt kriegt und dann wurde es wohl als E-Book erstmal nur angekündigt und nicht als Buch, aber naja, total lustig, dass sie deswegen eine Ein-Sterne-Bewertung gegeben hat, weil das Buch einfach mal noch nicht übersetzt war, habe ich auch noch nicht gesehen. Auf jeden Fall lese ich euch jetzt auch mal vor, worum es in Victorian Rebels Mein schwarzes Herz geht. Farrah McKenzie will sich nie wieder an einen Mann binden. Zu schmerzhaft ist die Erinnerung an ihre erste Liebe Dugan. Als sie jedoch dem berüchtigten Verbrecher Dorian Blackwell begegnet, gerät ihr Leben erneut aus den Fugen. Blackwell entführt Farrah nach Schottland, angeblich zu ihrem Schutz. Doch jeder Moment, den sie mit dem scheinbar so eiskalten Mann verbringt, führt sie zu einer Wahrheit, die ihr erneut das Herz zu brechen droht. Und ich finde, das klingt eigentlich ganz, ganz cool, deswegen habe ich es mir mal mit aufgeschrieben. Und ja, mal schauen, wie Victorian Rebels Mein schwarzes Herz ist. Oh, ich muss heute immer wieder abspicken. Ich vergesse heute immer wieder die Buchtitel. Ja, bei dem nächsten Buch vergesse ich den Buchtitel nicht. Und zwar ist das Die letzte erste Nacht von Bianca Iosivuoni. Das ist der dritte Teil der First-Reihe und ich freue mich schon so. Ich freue mich schon so auf den dritten Teil. Im dritten Teil geht es um Tate und Trevor, um TNT, wie sie auch genannt werden, die beiden. Und ich freue mich schon mega auf die Geschichte von den beiden und ja, bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und ich freue mich so auf die Geschichte von Mason. Mason lernt man im ersten Teil gleich kennen, er ist der Zimmerpartner von Emery und Mason wird im ersten Teil gleich die Nase gebrochen und das ist wirklich eine arme Sau und er hat so eine On-Off-Beziehung mit so einer komischen Ische und man weiß eigentlich, dass die nicht gut für diesen armen Kerl ist und ich habe ja schon eine Vermutung, wer Masons Gegenpart wird und ich hoffe wirklich, dass sie es wird. Schauen wir mal. Ja, ich lese euch jetzt aber erstmal vor, worum es im dritten Teil bei Tate und Trevor geht. Eine einzige Nacht kann ihr Leben verändern. Sie hätten niemals miteinander im Bett landen dürfen. Das ist Tate und Trevor klar. Und schon gar nicht sollten sie den Wunsch verspüren, das Ganze zu wiederholen. Doch für die beiden ist es unmöglich, die Anziehungskraft, die seit dem ersten Tag am College zwischen ihnen herrscht, noch länger zu ignorieren. Dabei kann Trevor auf keinen Fall zulassen, erneut bei Tate schwach zu werden. Zu nahe kommt die junge Studentin seinem dunkelsten Geheimnis. Denn während sie versucht herauszufinden, warum ihr Bruder starb, setzt ihr alles daran, die Antwort auf diese Frage für immer vor ihr zu verbergen. Und ich finde, das klingt so richtig gut. Also man weiß ja schon, dass da definitiv noch einiges dahinter steckt. Und bei Bianca kann ich mich drauf verlassen, dass das ein richtig geiler Plot wird. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die letzte erste Nacht. Und ich werde gleich wieder an dem Tag, wo es in der Buchhandlung liegt, werde ich wieder hinrennen und es mir kaufen. Und wahrscheinlich werde ich schon 2 Tage vorher mal gucken, ob es schon da ist. Weil meistens haben die Buchhandlungen die Bücher ja schon so 2, 3 Tage vorher da. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall freue ich mich schon sehr auf die letzte erste Nacht von Bianca Iosivuoni. Und ja, erscheint am 25.05. Wow, ich freue mich. Ebenfalls am 25.05. erscheint der zweite Teil von Mona Kastens Maxton Hall Reihe. Save You? Ja, Save Me, Save You, Save Us, Save You. Und ich habe in meinem Hangout mit der lieben Sina schon gesagt, dass ich für mich entschieden habe, diese Reihe nicht weiterzulesen. Ich wollte sie an dieser Stelle einfach mal mit erwähnen, dass der zweite Teil erscheint, aber ich habe für mich entschieden, dass der erste Teil doch irgendwie im Nachgang mich einfach nur genervt hat. Also ich fand ihn ja nicht grundsätzlich schlecht, aber ich fand, das war einfach mir zu überzogen und zu viel und nee, ich habe Angst, dass der zweite Teil nicht besser wird. Und deswegen möchte ich da nicht irgendwie noch mehr Lesezeit rein investieren, wenn es so viele andere gute Bücher gibt. Und nur weil Bücher gehypt sind, heißt es ja nicht, dass sie gut sind oder einem gefallen. Deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich diese Reihe nicht weiterlesen werde. Falls ihr mir jetzt nicht dann alle schreibt, dass ich unbedingt den zweiten Teil lesen soll, weil sich das doch so viel verbessert und so anders ist, so wie bei der Again-Reihe. Da fand ich ja den ersten Teil, bei der Again-Reihe fand ich ja den ersten Teil auch ganz furchtbar. Und hätte mir Annika, glaube ich, damals nicht gesagt, dass der zweite Teil so viel besser ist, hätte ich, glaube ich, auch nicht weitergelesen. Aber ich fand den zweiten und dritten Teil richtig gut von der Again-Reihe. Gerade der dritte, der war mega. Also falls ihr mir dann alle schreibt, ich soll den zweiten Teil unbedingt lesen, weil der so anders ist und so viel besser wie der erste, dann überlege ich mir das vielleicht nochmal. Aber im Moment habe ich keine Ambition, diese Reihe weiterzulesen. Nope. Aber ihr könnt mich gerne mal auf dem Laufenden halten, wie euch der zweite Teil gefallen hat. Ich bin da sehr interessiert dran. Da eure Meinung dazu zu wissen. Also
Schreibt es mir gerne in die Kommentare zu diesem Video oder dann zu irgendeinem anderen. Ist ja dann wurscht, wo ihr das drunter kommentiert. Aber es interessiert mich auf jeden Fall. Ja, dann wären wir wieder bei einem Buch, auf das ich mich schon sehr freue, was am 29.05. erscheint. Und zwar ist das Palace of Silk. Das ist der zweite Teil der Palace of Glass Reihe, ist glaube ich die Reihenbezeichnung. Und da freue ich mich schon sehr drauf, denn Palace of Glass hat mich ja so richtig begeistern können. Ich fand ja den ersten Teil richtig, richtig gut. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Geschichte rund um Rhea weitergeht und was jetzt alles passiert nach diesem Ende. Und ja, auf jeden Fall kommt der zweite Teil Palace of Silk am 29.05. Zum Inhalt kann ich euch natürlich wie immer nichts sagen, weil es ein zweiter Teil ist. Ja, und jetzt blinkt mein Akku und ein Buch haben wir noch, das kriegen wir jetzt noch hin, bevor der Akku hier alle ist. Und zwar ganz schnell jetzt, bevor der Akku leer ist. Und zwar kommt am 31.05. Witchborn, Königin der Düsternis. Und ich habe geguckt, es kommt noch ein Buch dieses Jahr raus mit dem gleichen Titel. Das ist etwas verwirrend, aber das andere Buch kommt erst im September oder Oktober raus. Deswegen war ich etwas irritiert, aber Witchborn, Königin der Düsternis, kommt jetzt am 31.05. Und ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Deiner Gabe kannst du nicht entkommen. England, 1577. Die Hexenjagd hält das Land in Atem und auch die 14-jährige Alice wird zur Zielscheibe. Nur knapp kann sie den Jägern entkommen, die auch ihre Mutter ermordet haben. Seitdem ist Alice auf der Flucht und versucht, ihre magischen Kräfte zu verstehen und zu beherrschen. Und obwohl sie ihre Verfolger nicht abschütteln kann, kommt sie einem gefährlichen Geheimnis auf die Spur. Sie soll zum Spiel bei einer königlichen Intrige zwischen Elisabeth I. und Maria Stuart werden. Und dabei trifft weiße Magie auf die dunkelste, die man sich vorstellen kann. Und ich finde, das klingt eigentlich ganz, ganz cool. Ich bin zwar jetzt nicht so der Fan von Geschichten, die so 1500 und spielen, so richtig mittelalterlich, aber ich finde, das klang eigentlich ganz, ganz cool. So historische Elemente gemixt mit Fantasy und dem Hexenansatz. Fand ich eigentlich ganz interessant, deswegen habe ich es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Mehr gibt es zu Witchborn eigentlich auch nicht zu sagen. So, und bevor mir jetzt der Akku ganz abschmiert, das waren meine Neuerscheinungen vom Mai. Ich bedanke mich immer fürs Gucken. Wenn ihr noch andere Neuerscheinungen habt, wo ihr sagt, dass ich das unbedingt lesen muss, wie immer unten in die Kommentare. Ich bin gerne für Vorschläge offen. Und ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.